Du überlegst, dich selbstständig zu machen oder bist es vielleicht ganz frisch und überlegst, welche Zuschüsse könnte es noch geben für deine Gründung? Nun, dann bist du heute hier richtig zum Thema Gründungszuschüsse. Welche Form, welche Hilfe, welche Unterstützung gibt es? Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur ausgebildeter Fördermittelberater, sondern auch Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und für Geschäftsentwicklung. Und jedes Jahr helfen wir hunderten Menschen dabei, ihre Businesspläne, ihre Fördermittelanträge erfolgreich zu schreiben und diese auch zu beantragen. Und die große Frage, die sich jeder stellt, nun, was sind tatsächlich echte Zuschüsse und was sind Darlehen? Denn Darlehen, die gilt es meistens zurückzuzahlen, auch wenn die Zinsen und der Tilgungsdienst, der Kapitaldienst gefördert, subventioniert wird. Heute geht es nur darum, was Zuschüsse sind, also was Gelder sind, die du nicht zurückzahlen musst. Kommen wir nun zum ersten Förderprogramm, was auch diesen Namen trägt, Gründungszuschuss. Das Gute ist, jeder, der als Angestellter in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt hat, länger als 12 Monate, hat das Recht auf Antragstellung. Und das gilt auf der anderen Seite nur für diejenigen, die auch einen aktiven Arbeitslosengeld 1 Bescheid haben. Die gute Nachricht ist, du kriegst dir bis zu 10.000 Euro für deine privaten Lebenshaltungskosten, für deine Krankenversicherung, kriegst du Gelder, die du nicht zurückzahlen musst. Der Nachteil ist, diese Mittel kannst du nicht benutzen für betriebliche Zwecke, für Anfangsinvestitionen, sondern ausschließlich für deine privaten Lebenshaltungskosten. Den zweiten Zuschuss, den du bekommst, wenn du Arbeitslosengeld 2 bewilligt bekommen hast. Das Förderprogramm heißt dann Einstiegsgeld. Und Einstiegsgeld nach § 16b SGB II, das sind tatsächlich betriebliche Mittel, die du ca. 50% deiner Lebenshaltungskosten vom ALG II-Bescheid ausbezahlt bekommst, 12 bis zu 24 Monate. Diese Mittel kannst du verwenden für laufende Kosten, Werbungskosten, laufende Betriebskosten und wird auch beantragt beim Jobcenter. Das dritte Förderprogramm, das heißt Leistung zur Eingliederung von Selbstständigen. Und das kannst du als Gründer beantragen, aber auch als Selbstständiger im Leistungsbezug. Die Voraussetzung auch hier ist ein ALG II-Bescheid beim Jobcenter. Da kannst du nach § 16c bis zu 5.000 Euro Zuschuss beantragen für Sachinvestitionen, für Anfangskosten, zum Beispiel auch Markteintrittskosten, oder du kannst auch ein Darlehen beantragen, was weit über 5.000 hinausgeht. Bis zu 10.000, 15.000, 20.000 Euro sind mir Fälle bekannt, die bewilligt worden sind, zum Beispiel für eine Betriebsübernahme, für das Leisten von Kautionszahlungen und anderen Anfangsinvestitionen. Ein weiterer Zuschuss für deine Gründung, der nicht rückzahlbar ist, sind Mittel nach AVGS für Vorgründungsberatung. Wenn du also ein ALG 1 oder ALG 2 Bescheid hast, dann kannst du zwischen 60 bis 80 Beratungsstunden dir fördern lassen, die du nicht bezahlen musst, also 100% Förderung zur Erstellung deines Businessplans, deines Marketingkonzepts, zur Kontrolle über Arbeit und Coachingmaßnahmen für deine unternehmerpersönlichkeitsrechtliche Fragen, zu Fragen der Versicherung und allen Themen, die für dich relevant sind, selbst auch die Fördermittelbeantragung. Auch beim Programm Exist gibt es viele Zuschüsse. Hier werden hauptsächlich Studenten oder Hochschulabsolventen oder wissenschaftliche Mitarbeiter gefördert mit Zuschüssen. Auch gibt es eine ganze Reihe von Fördermittelprogrammen, die Zuschüsse enthalten. Zum Beispiel gibt es auf regionaler Ebene, also in jedem Bundesland in Deutschland, Fördermittelprogramme wie hier in Berlin, Profit, Frühphasenfinanzierung oder Projektfinanzierung. Das gibt es in deinem Bundesland mit Sicherheit auch. Dann gibt es überregionale Förderprogramme wie ZIM, also Zentrales Innovationsprogramm, Mittelstand, da gibt es auch Mittel, die auch nicht rückzahlbar sind. Und selbst auf europäischer Ebene gibt es Zuschüsse bis zu einem Volumen von 2,5 Millionen, die nicht rückzahlbar sind, das sogenannte KMU-Instrument. Deine Aufgabe ist es dann, die entsprechenden Mittel rauszusuchen und erfolgreiche Anträge zu stellen. Weiterhin gibt es eine ganze Reihe Förderprogramme auch, mit denen du deine Personalkosten bezuschussen lassen kannst. Das kann über den regionalen Arbeitgeberservice, also eine Abteilung des Arbeitsamts, geschehen, wenn du Menschen mit Vermittlungshemmnissen einstellst. Es gibt aber auch Innovationsprogramme, die entsprechende Fördermittel enthalten, wo du Personen, vielleicht auch deine eigenen Unternehmerlohnkosten, bis zu 3, 4, 5 Personen auch fördern lassen kannst. Dann gibt es auch Förderprogramme, die dich für Messekosten beispielsweise bezuschussen. In der Regel sind das 50%. Möchtest du gar Schutzrechte geltend machen, also Marken- oder Patentanmeldungen durchführen, so gibt es auch hier für deine Gründung Zuschüsse bis zu 50%. Auch gibt es Zuschüsse für Investitionen. Wenn du also beispielsweise ein Firmengebäude errichten willst, Maschinen und Ausstattung dort beschaffen willst, also für alle Sachgüter, Sachmittel, gibt es auch Bezuschussungen von bis zu 30, 35%, je nach deinem Postleitzahlgebiet.
Nun, du siehst schon, es gibt eine ganze Reihe von Förderprogrammen, wo es echte Zuschüsse gibt. Nun, das Problem ist nun, dass aus diesen 13.000 Fördermitteln die richtigen für dich gefunden werden müssen, die richtigen Richtlinien ermittelt werden müssen, um dann die richtige Antragstellung auch durchgeführt zu haben. Und dafür gibt es auch noch Fördermittel, nämlich für Beratung. Es gibt bis zu 20.000 Euro Zuschüsse für dein Unternehmen, für deine Antragstellung, für eine Beratung, die dich zum Ziel bringt. Zusammengefasst also, kannst du aus über 13.000 Förderprogrammen eine Auswahl treffen, die dein Projekt unterstützen kann, erfolgreich an den Markt zu treten. Deine Aufgabe ist es nun, einen Gutschein zu nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch, wo wir dir aufzeigen können, wie wir dir helfen können. Gerne aber auch kannst du den Kanal jetzt abonnieren und weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.